Hallo und willkommen zurück hier auf unserem Zweisternhof. Wie in der letzten Folge gesagt, sehen wir uns wieder, nachdem die Felder angesät sind. Das wäre in der Zwischenzeit passiert und uns hat schon wieder das Unkraut befallen. Dazu habe ich oben auf unserem Feld 7 einmal schon mal den Helfer engagiert, der hier das Unkraut in der Zwischenzeit schon mal entfernt. Das Feld 8 ist ebenfalls angesät. Wir haben jetzt als Früchte einmal den Raps, dann haben wir die Sojabohnen und Gerste. Jetzt warten wir noch kurz, bis der Helfer hier soweit fertig ist. Und dann hatte ich mir überlegt, da wir hier drüben, das gehört nämlich mit zu unserem Land noch, eine Wiese haben, die hier und die hier hoch, werde ich ein Schneidwerk bzw. ein Mähwerk kaufen oder mieten. Voraussichtlich erst einmal mieten, weil wir doch ganz schön in der einen ganz schönen Kredit haben. Und werde uns noch Schafe holen, weil wir haben ja hier direkt bei uns am Hof eine Schafweide, also hier drin, hier sind die Schafe, meine ich. Können wir ja kurz schauen, wo ist denn das Tiermenü? Müsste hier sein. Oder auch nicht. Vorhang öffnen, das ist ja cool. Nur wo haben wir das Tiermenü? Hier haben wir das Tiermenü. Genau, Schafe, die kosten 1500. Und an und für sich brauchen die Schafe nämlich, was ist mal falsch, hier herüben, wo haben wir sie? Hier haben wir die Schafe. Die brauchen nämlich entweder Gras oder Heu und produzieren Wolle. Und deswegen würde ich sagen, die sind relativ einfach. Und da können wir uns eigentlich gleich noch Schafe holen. Nehmen wir überwiegend weiße Schafe, würde ich sagen. Jetzt haben wir natürlich gar keine. Jetzt sollten wir ein Stück Geld aufnehmen, ne? Wäre vom Vorteil. Wie viel nehmen wir denn? Nehmen wir mal für 50.000 Schafe. Und dann nehmen wir noch ein bisschen mehr, damit wir uns die Miete dann auch erst einmal leisten können. Nehmen wir noch ein braunes, schwarz-weiß. Oh, dann nehmen wir die schwarz-weißen auch noch ein paar. Und auf jeden Fall das eine schwarze. So, dann machen wir es so. Jetzt haben wir zwar 3.300 Transportkosten gehabt. Doch der Anhänger dazu, der ja, wäre erst einmal zu teuer, würde ich sagen. Dann gehen wir noch in den Shop und holen uns vorübergehend das Padding. Ja. Das ist zwar hier von Leli Mod, aber das kommt etwas teurer. Und ich würde auch sagen, wir nehmen ganz einfach nur das Frontschneidwerk von 19.000. Das hat 4,3 Meter wäre breiter, aber wir nehmen dieses, da wir zeitgleich nämlich dann hinten uns den Ladewagen noch mit dran nehmen. Das ist nur die Frage, was für einen nehmen wir. Ich meine, so viel Unterschied, was kostet der? Miete 2, 3, wenn wir mal grob schauen. Na gut, der kostet das Doppelte, aber 23, 35. Nee, dann nehmen wir den, der ist wirklich günstig. So, und dann fahren wir kurz zum Händler. Beziehungsweise bevor wir hier zum Händler fahren, holen wir uns den Traktor schnell ab. Jetzt haben wir da zwar noch ein bisschen Unkraut stehen, aber
Das ist nur am Rand, das ist jetzt nicht ganz so viel. Auf dem sehen wir nichts. Auf dem Feld 8 haben wir kein Unkraut. Schon mal schön. Aber auf dem 13er, da fahren wir jetzt schnell über. Und lassen da den Helfer auch noch kurz das Unkraut entfernen. So, und wir fahren schnell zum Helferwagen. Zum Helfer, ja. Zum Shop und holen uns die beiden gemieteten Fahrzeuge ab, beziehungsweise Geräte. Da laufen sie schon wieder kreuz und quer. Und dann schauen wir mal, wie viel das wir reinbringen. Es ist generell bei den Stallungen immer so, dass man das Futter, ich meine nicht für 10 Tage, glaube ich, einfüllen kann. Das heißt, wenn man 2 Tiere hat und braucht 1000 Liter, dann hat man bei 4 Tiere 2000 Liter und mehr bringt man auch dann nicht in den Futterdruck, beziehungsweise mehr kann man eben in den Stall nicht einfüllen. Das haben wir oben bei den Pferden im Prinzip schon gesehen, wo es dann geheißen hat, das Futter reicht jetzt für so und so viele Tage. Oder bei den Hühnern zum Beispiel. Apropos Hühner, da müssten jetzt eigentlich ein oder zwei Kartonen Eier rumliegen. Da können wir mal schauen, ob wir das noch schaffen, dass wir die noch zur Verkaufsstelle fahren. So. Das Mähwerk vorne, das muss man dann erst einmal ausklappen, beziehungsweise das klappt sich hier an der Seite dann runter. Dann können wir theoretisch hier vorne ja schon zum Mähen anfangen. Vielleicht nicht da, wo das ganze Gestrüpp ist, aber jetzt können wir es hier mal starten und hinten den Ladewagen genauso und dann kann man nämlich schön in einem Zug reinfahren, vorne mäht's und hinten sammelt es gleich auf. Und ich mache es dann gerne, ich schalte dann einfach nach vorne um. Und wenn ich jetzt nämlich stärkere Kurven fahre, ja, weil ich mag das immer nicht so gern, wenn dann alles irgendwo rumliegt, dann hebe ich einfach nur noch das Schneidwerk vorne an. Und dann hört er ja vorne zum Mähen auf. Fahren wir einfach ein bisschen kreuz und quer. Ich meine, normalerweise würde ich jetzt da das Doppelmähwerk hinten noch mit dran machen, beziehungsweise eventuell da vorne und hinten dann gleich den Spader mit dazu und dann separat im Ladewagen fahren. Aber da fehlt es uns jetzt leider etwas am Geld. Machen wir 4000 Liter. Machen wir mal bis wir 7000, 8000 haben. Dann schauen wir einfach mal, wie viel das wir noch brauchen. Da hat unser Helfer wieder gepfuscht. Hat aber da einige stehen lassen. So. Den können wir auch ausschalten. Fahren wir hier einfach mal her. Das Futter müssen wir hier vorne reinkippen. So. Und dann, wenn wir hier rüber gehen auf die Schafe, dann sehen wir hier, wie viel das wir jetzt haben. 8200 drin. Das ist grob die Hälfte. Das heißt, da brauchen wir also doch eine ganz schöne Ladung
Gras noch dazu. Dann fahren wir halt noch eine kleine Runde. Hier kann man jetzt erkennen, das fällt mir gerade auf, und zwar habe ich einen Mod runtergeladen, der den Schmutz dem Untergrund anpasst. Also hier zum Beispiel sind jetzt die Reifen und so weiter grün, vom Grasschnitt her, aber wie ich sehe nur am Traktor und nicht am Anhänger. Ist wahrscheinlich noch nicht ganz so fertig der Mod, aber zumindest am Traktor. Man muss halt abwarten, vielleicht ändert sich da noch was über ein Update, dass es mehreren dann auffällt. Oder dass es einfach nur an dem Anhänger liegt. Aber zumindest am Traktor vorne sieht es ja ganz gut aus. So, wir haben jetzt 5000. Nehmen wir da noch ein bisschen was mit. Und dann soll es erst einmal reichen für ein paar Tage. Sieht man zum Beispiel vorne an die Vorderreifen. Eine ist braun vom Schmutz her, die anderen sind noch grün. Hat sogar alles reinpasst und wir haben hier 15.000 Liter haben jetzt drin. Und Wasser brauchen sie noch. Dann holen wir uns noch schnell ein Wasserfass. Lassen wir das Mähwerk mal hier mit stehen. Irgendwann wird es so sein, dass ich hier höchstwahrscheinlich auch eine Halle hinstelle für die ganzen Geräte, die wir so haben. Das stellen wir hier hin. Sollte man schon das Richtige auswählen. So, und dann schauen wir in den Shop, dass wir hier bei den Wasserfässern, wo haben wir denn die Tierhaltung, was glaube ich. Genau, und da mieten wir uns einfach dieses kleine, da kriegen wir 7300 Liter rein. Das sollte auf jeden Fall ausreichen, beziehungsweise nein, jetzt glaube ich, habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar, nein, wir haben es sogar schon, dann geben wir das gleich wieder zurück. Und schauen wir, wo wir unser Wasserfass überhaupt stehen haben. Das kann sein, dass wir das bei den Pferden oben haben. Schauen wir einfach kurz hoch. Der Helfer ist in der Zwischenzeit, meine ich, auch fertig mit dem Unkraut entfernen, also mit dem Striegeln. Vor allem ist es so, dass wir jetzt für die Pferde, nachdem wir jetzt das Mähwerk gemietet haben, theoretisch auch, ich glaube, Heu war es, was sie brauchen. Da können wir die Ballen jetzt nämlich dann selber machen. Könnten uns da theoretisch einen kleinen Vorrat anlegen. Ups. So, da ist so, sind sogar noch 3000 Liter drin. Sollte eine Weile reichen. Und dann füllen wir das Ganze noch auf. Damit sie nicht verdursten, unsere armen Schäfchen.
Müssen wir schauen, wo wir das. Das müsste theoretisch hier sein, wo wir das auffüllen können. In den Wassertank vielleicht. Ja. So. Perfekt, Sauberkeit ist 100%. Bei den Hühnern sind wir auch bei 100%. Dann sieht es doch soweit schon mal ganz gut aus. Das Wasser reicht auf jeden Fall jetzt erstmal. Und dann würde ich sagen, packe ich das soweit weg. Stelle unseren John Deere nochmal auf die Seite und dann sehen wir uns ganz einfach im nächsten Video wieder. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.